den Edelmetall-Fans und nicht nur denen ein Begriff. Thorsten Schulte, der Silberjunge. Herr Schulte, beim Silberpreis hat man das Gefühl, der ist vor einigen Monaten in einen Winterschlaf gefallen und hat sich auch noch nicht wieder erholt oder ist noch nicht wieder aufgewacht. Woran liegt's? Also gut, wir haben erstmal eine Verschnaufpause einzulegen. Wir haben ja die 49 Dollar im letzten Jahr im April gesehen und es ist ganz normal. Wir haben dann rund 47% korrigiert auf 26 Dollar. Das gehört dazu. Der Markt muss einatmen, er muss ausatmen. Wir haben das in den 70er Jahren gesehen, wir haben das in den letzten 10 Jahren gesehen, dass es immer wieder nach ganz starken Anstiegen Korrekturen gab. Das ist normal. Und ich kann, also seit Wochen rate ich meinen Lesern, sich in Geduld zu üben, denn es gibt momentan eine harte Geduldsprobe. Aber wissen Sie, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Tag nicht mehr fern. Und ich bin sehr zuversichtlich, wir müssen noch ein paar Wochen damit leben, dass diese vielleicht auch Schaukelpartie dann anhält. Aber ich sehe auf Sicht der nächsten Monate, auf Sicht der nächsten ein, zwei Jahre die nächste Silberhosse kommen. Gibt es irgendeinen Auslöser, von dem Sie sagen, der muss passieren, damit wir hier wieder die nächste Stufe zünden können? Nein, wir haben momentan die Situation, dass die Bevölkerung, glaube ich, weltweit recht abgestumpft sind. Wenn Sie das Wort Krise hören, wenn Sie ehrlich sind, auch Sie können wahrscheinlich das Wort Krise gar nicht mehr über den Äther bringen und hören es selbst kaum noch gern. Die Menschen sind abgestumpft. Es gibt auch trotz des Downgrades heute in Spanien ja nicht einen Run auf Edelmetalle. Und wir sehen auch die industrielle Nachfrage bei Silber. Wir haben gerade in Europa aufgrund der darbenden Solarwirtschaft momentan doch dort damit zu kämpfen, dass das Silbergranulat gar nicht so viele Abnehmer findet, wie das vor ein, zwei Jahren der Fall war. Aber ich sehe, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren das Thema Inflation auf jeden Fall wieder auf die Agenda bekommen werden. Momentan haben wir noch zu kämpfen mit Konjunkturrückgängen in der Eurozone, nicht so sehr in Deutschland, aber in anderen Krisenstaaten eben. Aber die Inflation wird kommen, weil die EZB alles daran setzen wird, was zu tun. Die Financial Times hat gestern aufgemacht mit der Aussage, Großoffensive gegen die Spartaliban. Und wirklich Aufmacher auf Seite 1, ich habe geschmunzelt. Und hier wird deutlich, Mario Draghi hat sich ja auch schon geäußert in Bezug auf ein Wachstumspaket, welches er als notwendig erachtet, dass hier ein Paradigmenwechsel in den nächsten 12 Monaten für mich so sicher ist wie das Amen in der Kirche. Nur, ich sage das denen, die auf Inflation setzen, genauso wie denen, die in Silber investieren. Wir dürfen nicht heute investieren und glauben, dass wir morgen reich sind, sondern das braucht alles Zeit, um zu wirken. Viele sagen ja, wenn Edelmetall, dann physisch. Bei Gold ist das kein so großes Problem. Bei Silber wird es schon bei mittleren Vermögen schwierig. Auf welcher Seite stehen Sie da? Ich zeig's mal. Also ich habe hier eine 1 Kilogramm Münze mitgebracht. Bei Silber ist es natürlich insofern problematisch, als dass ich die Mehrwertsteuer zahlen muss. Bei dieser 1 Kilogramm Münze zahle ich allerdings nur 7%. Es gibt dann noch diese Umicore-Barren mit dem Andorra-Stempel, diese Münzbarren, die dann auch mit 7%. Wie viel ist die jetzt wert? Die 750, 800 Euro, 850 Euro in den letzten Wochen und Monaten. Also wenn ich da aber auch schon mal über 1000 Euro. Ja. Wenn ich da aber ein bisschen mehr Geld investieren möchte, dann wird es schon schwierig, auch als Sicherungsgedanke. Ja, aber schauen Sie, wenn ich 1 Million Euro investiere, gut, dann brauche ich momentan 25, 26, 27, 28 Kilo Gold und ich brauche vielleicht momentan 1300, 1400 Kilogramm Silber. Ich habe mal in meinem ersten Buch ketzerisch gesagt, warum soll ich es potenziellen Dieben leicht machen, mein Vermögen vorzutragen. Im Ernst aber, wenn Sie sich mal anschauen, was eine Tonne Silber an Volumen ausmacht, die kriegen Sie auch in einem großen Banktresor unter. Ich habe mal im ZDF mal was gezeigt, da haben wir 3 Tonnen Silber gezeigt in einem Tresorschrank. Also da wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Wenn man erkennt, dass Silber in den nächsten Jahren bessere Performancechancen hat als Gold, kann ich einfach nur sagen, das Volumenargument sollte man beiseite schieben. Und warum ich so sehr an Silber glaube, lassen Sie mich nur sagen, Silber hat in den 70er Jahren gezeigt, dass es sich ver40-facht hatte. Der Ölpreis kam gerade mal auf eine ver20-fachung, Gold lag irgendwo dazwischen. In den letzten Jahren seit 2003, seitdem wir diese Reflationierung sehen, sind wir eben auch dabei, dass Silber vorne liegt. Silber hat sich ver5-facht seit Anfang 2003, der Ölpreis hat sich ver2,5-facht. Also lassen Sie mich die Kernbotschaft transportieren, Silber ist der beste Hedge gegen Inflation. Thorsten Schulte, der Silberjunge, bleibt bullish. Vielen Dank.